zwischen dem Paso Mauria und dem Aufstieg zum Gipfel beginnt José Manuel Fuente seine entscheidende Attacke. Auf dieser endlosen, unmenschlichen Wegstrecke zum Trecime liegt seine letzte Hoffnung, seinen Fehler von San Remo wieder gut zu machen, seinen Rückstand aufzuholen, den Giro doch noch zu gewinnen. Hier setzt der Spanier alles auf eine Karte. Zuvor hat er es schon zweimal versucht. Am Monte Generoso holte er mehr als zwei Minuten auf. Am Colle di San Fermo waren es 30 Sekunden. Insgesamt hat er über 2,5 Minuten aufgeholt. Sein Rückstand beträgt jetzt nur noch 5 Minuten und 9 Sekunden. Die Frage ist, wird es ihm gelingen, diese Distanz mit einem Satz zu überspringen, den Rückstand aufzuholen, das Unmögliche möglich zu machen? Rasch löst sich Fuente von seinen Verfolgern und nähert sich dem letzten großen Aufstieg. Die Verfolgergruppe von Fuente liegt jetzt 45 Sekunden zurück. Sie wird angeführt von Eddy Merckx, gefolgt von Nummer 11, Gimondi, und 131, Baron Kelly. Weitere 20 Sekunden zurück, Conti vom Rennstall Zonka. Gefolgt von Francesco Moser, Pilotex. Und etwas weiter zurück, Lopez Carril vom Rennstall Kass. Besseres Gefühl, als wenn alles so glatt gegangen wäre. Und so kann ich auch die Schmerzen und Leiden am Berg leichter ertragen. Als Erster an der Spitze sich den Berg hinaufzukämpfen, sieht oft leichter aus. Man hat mit den Letzten, die sich erschöpft quälen, den Berg überhaupt zu schaffen, meist mehr Mitleid. Aber ich sage Ihnen, schneller zu steigen als die anderen, vor allem als die anderen Spitzenfahrer, das sind oft furchtbare Schmerzen. Auf einer Bergetappe verbraucht ein Fahrer durchschnittlich 6000 Kalorien und pro Minute 6 Liter Sauerstoff. Die Kondition für diese Strapazen holt er sich auf 5.000 bis 6000 Trainingskilometern. Er hat an manchen Tagen einen Höhenunterschied von mehr als 2000 Metern und einen Temperaturunterschied von 20 bis 25 Grad Celsius zu überwinden. Die Steigung beträgt an manchen Stellen mehr als 20%. Radprofis haben von allen Sportlern das größte Herz und im Normalfall einen extrem niedrigen Puls. Am Berg steigert sich der Puls auf 180 bis 200 Schläge pro Minute, was bei einem Nichtsportler zum Kreislaufzusammenbruch führen würde. Obwohl alle Fahrer völlig austrainiert sind, verlieren sie während des Giro noch durchschnittlich 5 bis 7 Kilo. Bei Kilometer 158 verschärft Fuente erneut sein Tempo. Er hat jetzt eine Minute Vorsprung vor seinen Verfolgern. Der Steigungswinkel beträgt jetzt 17 Grad. Die Temperatur minus 2 Grad Celsius. Es sind noch 5 Kilometer bis zum Ziel. An dieser Stelle liegt jetzt zur großen Überraschung der Experten der 20-jährige Baron Kelly vom Rennstall Schick.
Er hat sich von Merckx gelöst und allein die Verfolgung von Fuente aufgenommen. Eddie Merckx liegt jetzt 12 Sekunden hinter ihm, dicht gefolgt von Nummer 95, López Carril und Patalin. Weitere 15 Sekunden zurück. Nummer 11, Felice Gimondi. Soeben geht Fuente in die letzte Kurve. Er hat jetzt nur noch 200 Meter bis zum Ziel. Aber es ist ihm nicht gelungen, seinen Rückstand von 5 Minuten und 4 Sekunden aufzuholen und seine letzte Chance zu nutzen. Nur eine Minute und 47 Sekunden später geht Eddie Merckx in die letzte Kurve und auf die letzten 200 Meter. Baroncelli wird Zweiter mit einer Minute 18 hinter Fuente. Constantino Conti, Dritter. Eddie Merckx, Vierter. López Carril und Sechster, Felice Gimondi.